Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Motorsportfreunde, hier zu einem weiteren Afterwork Cup Event und diesmal wieder mit einer wiederen Neuerung hier im Afterwork Cup und zwar in iRacing. Ah, ich habe es ein bisschen selber verpennt, es ist die 24er Woche und ich nehme Mazda auf Summit Point. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, es tut mir doch so leid. Deswegen haben wir natürlich nur ein kleines Feld heute von 6 Fahrern. Aber aus meiner eigenen Schuld werde ich das natürlich auch streamen. Also, iRacing. Wir sind hier mitten im Quali, momentan 5 Minuten noch. Dieter Zehr momentan auf Position 1.
mit einer 1,23, 2,06 und Markus Krebs mit einer 1,23,59. Also gar nicht mal so weit auseinander, sondern sehr, sehr eng, muss man sogar sagen. Gar nicht mal so schlecht. Einen schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Und ja, wie gesagt, wir sind hier jetzt in iRacing auch unterwegs und alle 2 Wochen dienstags, ne, wie gesagt, im Wechsel, heißt also in 2 Wochen fahren wir wieder Race Room. Es wird der letzte Versuch von mir sein, zu gucken, ob in Race Room nochmal was geht oder nicht. Sollte es da nicht gehen, dann wird bei mir auch Race Room dann gestrichen. Ja, aber ja, mal sehen, wie es so weitergeht. Ja. Wie geht's hier weiter? Was passiert hier? Was ist hier los am heutigen Abend? Also, wir haben After World Cup. Wo befinden wir uns? Das ist, glaube ich, schon mal Frage Nummer 1. Wo sind wir hier überhaupt? Und zwar habe ich mich für erstmal Full Free Content entschieden. Wir befinden uns hier in Summit Point Raceway. 26 Grad, also normale Temperaturen. Ich habe jetzt nichts großartig eingestellt. Na, also klar kann man da ein bisschen mit dem Wetter spielen. Ich sehe auch die Streckentemperatur mal richtig, richtig warm. 47 Grad. Ja, aber so für 20, 25 Minuten und einmal 30 Minuten, da geht das, glaube ich, schon ziemlich klar. Also, wir fahren den Mazda MX-5 plus Summon Point, also beides komplett Free-Content. Ich denke mal, das nächste Mal werde ich auch nochmal auf Free-Content gehen und dann, denke ich mal, gehe ich so vielleicht mal mit einem Auto, was man kaufen müsste, aber wo ich weiß, dass es eigentlich jeder hat, also sprich GT3 zum Beispiel. Und ja, also, jetzt habe ich sie gar nicht in die Beschreibung mit reingenommen. Ja, also, wir fahren hier natürlich gerade Quali. Lennart Schnebel hat gerade die Zeit von Dieter Zeher geschlagen, um 2 Zehntel fast. Also, ist gar nicht mal so schlecht unterwegs, der Lennart. Hier, normalerweise momentan nur noch im Formelfahrzeug unterwegs. Heißt also, auch in einem Auto mit Kotflügel ist er gar nicht mal mehr langsam, sondern auch noch schnell unterwegs. Ja, also, dann haben wir gleich ein Rennen. Ein Rennen von 25 Minuten, das erste Rennen. Gefolgt von einem zweiten Rennen, was 30 Minuten geht. Und Reverse Top 10. Gut, jetzt haben wir hier am heutigen Abend nur 6 Fahrer. Heißt also, da muss man nicht viel rechnen. Aber natürlich, wenn der Server voll wäre, wäre das mal was ganz anderes und sehr Interessantes vor allem. So, wir gucken nochmal auf die Uhr. 2 Minuten 55 haben wir noch. Momentan auch keiner unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Nee, alle stehen sie in der Box. Also nur Lennart Schnebel, der hier noch eifrig rumdreht und seine Zeit mal richtig verbessert hat hier. Wir sehen es gerade. 1,22, 5,22. Das ist mal eine richtig, richtig gute Zeit hier von ihm. Ist denn diesmal der Ingame-Sound besser? Beim letzten Mal war es ja doch was leiser. Ja, Lennart Schnebel hebt da mal richtig ab, während ich hier gerade den Sound am Einstellen bin. Ja, geile Nummer. Das, jetzt habe ich mir den Sound hier eingestellt, habe da quasi einen Balken vor der Nase gehabt. Deswegen, das liebe ich so an diesem Tool. Gehen wir natürlich in die Replay-Funktion hinein. Da spulen wir jetzt einfach mal ein bisschen zurück hier. So, und dann gucken wir uns das alles hier nochmal an. Gehen wir mal. Nein, ich bin ein Depp. Warte, ich kann einfach so klicken. Jack. So, also, zack. Da kommt er angehämmert. Ist eh nicht mehr viel Quali. Die Jungs, die stehen alle in der Box, die wollen gar nicht mehr fahren. Da können wir uns dann das hier nochmal geben. Und dann machen wir jetzt mal hier richtig schönes Slow-Mo.
Ah, da wollte der Lennart Schnäbel, glaube ich, ein bisschen zu viel. Oder es war mit Absicht. Heidewitzka. Da hat man mal ganz kurzzeitig die Aufhängung gesehen. Das Rad vorne auf der Fahrerseite war abgerissen. Und ja, dann ist er natürlich da über die Bande quasi weitergeflogen. Da hinten, da seht ihr noch ein bisschen die Rauchwolken. Und deswegen portet er sich dann sofort quasi, also in-game-mäßig portet er dann sofort in die Box hinein. So, Warm-up haben wir jetzt hier am Laufen. Jetzt muss ich kurz gucken, wie lang ging denn jetzt das Warm-up? 5 Minuten auch im ersten, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt nicht gedacht, das erste wäre nicht so lang. Aber da müssen wir mal gucken, ein bisschen so selber finden jetzt, wie wir es hier in iRacing regeln. Wie gesagt, hier werden die Karten halt nochmal komplett neu gemischt. Deswegen bin ich da einfach mal gespannt. Ach, maximal 5 Runden. Jo, stimmt. Ja, also das muss ich dann auch hochstellen. Das ist hier ein bisschen kurios, aber der Jannis hat mir dabei geholfen. Es tut mir da leid, Evo. Der Jannis hat mir da ein bisschen geholfen und da haben wir dann 5 Runden eingestellt. Und ja, Lennart Schnäbel da hinten wieder Faxen am Machen. Bisschen Rauchwolke. Dieter Zeher hier, wieder unterwegs, sehe ich gerade, mit der Student-Driver-Lackierung. RRVGT-Senioren. So steht's in seinem Teamnamen. Ich bin mal sehr gespannt. Die Zeiten waren sehr eng beisammen. Also da könnte dann durchaus hier gleich doch nochmal 20 Minuten lang schöne Fights entstehen. Also ich bin mal gespannt, wie die Servereinstellungen waren. Das ist in iRacing, oh, ich bin halt, das ist das erste Mal jetzt gewesen. Hab mir da ein bisschen helfen lassen und hoffe natürlich, dass es da geklappt hat jetzt alles. Ich bin mal sehr gespannt. Ah, jetzt sind die Fahrer hier anscheinend mit vollem Sprit unterwegs. 1,27er Zeiten werden dann hier gefahren. Wow, Dieter da mit einem leichten Drift. So, passt der Sound denn jetzt? Besser? Okay. Das war nämlich gut, dass mir das gerade eingefallen ist. Gut, dass mir das eingefallen ist. Das war mir nämlich beim letzten Mal, ist mir das aufgefallen, dass da, ja, doch ein bisschen leiser war und ich ein bisschen zu laut. Deswegen drehe ich mein Mikro auch nochmal einen Hauch runter. Zack. Und hoffen wir, dass es hier ein bisschen besser jetzt passt. So, Warm-up, die Jungs, die dödeln hier noch ein bisschen durch die Gegend. Gucken wir mal, Lennart Schnäbel auch unterwegs? Jawohl, der ist hier unterwegs. Na, macht er da ein kleines Bump-Drafting? Oh, sehr wackelig hier die Autos auf der Strecke. Ich glaube, das liegt daran, da die Temperaturen hier so hoch sind. Ups. Einmal schön aus der Helicam. Boah, Lennart Schnäbel versucht da ein bisschen die Tür zuzumachen. Also die wollen hier im Vorfeld schon im Warm-up ein bisschen fighten. Da ein bisschen wild von Lennart. Kommt er da quer? Nee, alles gut. Schießt aber da immer ganz schön weit raus. Ah, guck mal, der kleine Fushi schon wieder. Hat er nicht geschafft. Ich glaube, Markus hat es geschafft. Markus hat es auf Bathurst geschafft. Im Bathurst gibt es da nämlich auch so ein Stück, da kann man über die Reifenstapel fliegen. Und, ja, da hat er es geschafft, meine ich.
dass er es geschafft hat. Also, da hat er es geschafft. Ich meine, er hat es geschafft. Also, wie gesagt, da letzte Schikane anfahrt, Richtung Stadtziel dann. Schön über die übers Kies. Und dann muss man das Lenkrad gerade halten. Dann fliegt man wirklich so richtig schön über den Reifenstapel drüber und kommt dann hinten auf der auf der Straße wieder an, auf der Strecke. Hat zwar einen derben Fahrwerksschaden, aber ich sag mal, so bei den iRacing-Fels sieht man das halt sehr oft, da ergattern sich dann die ein oder anderen dann doch öfter mal eine Position mit. So, Warm-up ist vorbei. Heißt also, wir gehen dann jetzt ins Rennen hinein. Ich hoffe, das funktioniert alles. Nein, das funktioniert alles nicht. Okay. Ja, dann hat das ja alles wunderbar geklappt, würde ich sagen, mit dem Server einstellen. Ich glaube, da muss ich dann nochmal dran. Ah, Passwort. Ich glaube, das ist jetzt zu spät. Aber ich glaube, ich werde da mal mit der Admin-Riege reden. Ich glaube, ich werde das nächste Woche nochmal machen. War jetzt mein Fehler. Vielleicht sogar nochmal gleiche Strecke und gleicher Fahrzeugwahl. Und dann denke ich, kriegen wir da ein oder zwei Fahrzeuge mehr hier. Aber natürlich erstmal schönen guten Abend, Ralf. So, Safety Car ist losgefahren. 30 Minuten Rennen. Beziehungsweise 30 Runden. Also ich glaube, hier ist irgendwas ganz verkehrt gelaufen. Also da muss Jannis anscheinend nochmal mir helfen. Oder ich muss mal mit Dieter quatschen, ob er da nochmal Unterstützung gibt. Aber ich denke, das kriegen wir hin, nächste Woche Dienstag dann nochmal was zu organisieren. Auf die Schnelle, in Anführungsstrichen. Ich denke mal, da werde ich direkt morgen nochmal was posten zu. Weil ich habe jetzt 10 Euro aufgeladen. Heißt also, ich kann auf jeden Fall einige Server erstmal erstellen. So, Rolling Start auf jeden Fall schon mal eine Einstellung, die funktioniert. So. Ja, stimmt, morgen, ja, stimmt, ja. Ja, genau, dann werde ich das vielleicht morgen nochmal bereitschlagen. Morgen bei dem Rennen. Oder vor dem Rennen im Briefing. Und dann werden wir hier auf Summit Point, denke ich mal, dann doch ein, zwei kleine Fahrer mehr kriegen. Oh lol, der hat jetzt also der hat das erste Rennen jetzt übersprungen, sehe ich gerade, und hat aber die Leute hier komplett getauscht, ne, ihr seht da, Bruno startet als erster, Christian Eschner, dann Fabian Giuchewski, Markus Krebs, Lennart Schnebel und Dieter Zeher. Ich kann mal auf Grid gehen, ne, das Heat Race wird mir sogar auch angezeigt, WTF, was ist denn jetzt da passiert, das verstehe ich irgendwie nicht, Show? Ja, Resultat, Heat 1, nichts passiert. Warum auch immer. So, aber ich mach das jetzt aus. Bruno geht hier direkt aufs Gas. Super überraschend hier. Hätte ich nicht gedacht, dass er da so einen vorlegt. Green, green, green. Und das Rennen geht los. Bruno auf 1, Christian Eschner auf 2, Fabian Giuchewski 3, dann Markus Krebs und dann Lennart Schnebel und Dieter Zeher. Sei es jetzt hier, ich weiß es natürlich gerade nicht, entweder 30 Runden fahren wir oder 30 Minuten, eins von beiden. Ich bin sehr gespannt. Also das hier ist gerade eine tierische Überraschungskiste. Oh, Lennart Schnebel da im Angriff hier auf Markus Krebs und auch dran vorbei, aber ist da so ein bisschen auf dem Kies. Lennart Schnebel hier im Vormarsch, sehr aggressiv unterwegs, auch wieder sehr spät auf der Bremse. Da sieht man, wie leicht das Auto da hinten wird. Ah, Bruno Ferrini da ein bisschen verschlafen.
ist aber auf der Innenbahn und versucht zu kontern gegenüber gegen Christian Eschner. Lennart Schnebel hängt hier immer noch hinter Fabian Schiwoczewski fest und Bruno Forini konnte sich erfolgreich wehren. Fabian Schiwoczewski kommt ein bisschen weit raus. Das gab eine Berührung gegenüber Lennart Schnebel. Lennart Schnebel aber alles gut gegangen. Fahrzeug scheint noch heile zu sein. Vorne Bruno und Christian, die können sich ein bisschen lösen hier von den Jungs. Markus Krebs auch wieder dran vorbei an Lennart Schnebel. Dieter Zeher, der guckt sich das alles da alles ja, gemütlich an von da hinten. Da vorne, Christian Eschner versucht es. Nein, keine Chance, Bruno Forini. Lässt aber trotzdem genug Respekt. Abstand. Aber Fabian Schiwoczewski versucht jetzt hier auf Position 2, kommt viel besser durch Turn 1. Schön gemacht hier, nimmt auch nochmal gut Schwung mit. Oh, zu viel Schwung, da geht's aufs Kies, da verliert er die Pace. Und Christian Eschner geht wieder dran vorbei. Da geht's dann da wieder weit raus, also fast selbe Linie wie Lennart Schnebel gerade eben unterwegs gewesen ist. Nur noch ein bisschen schlimmer. Lennart Schnebel jetzt aber auf der Innenbahn, versucht er den Angriff, kann er durchziehen. Das sieht sehr gut aus hier bei dem Too Wide. Bruno Forini kommt da sehr weit raus. Eieieiei, fast im Free Wide jetzt hier in Richtung Start und Ziel. Ah, sieht man schon, da muss man ein bisschen mit dem Heck arbeiten hier im Mazda. Und Lennart Schnebel hier momentan auf P3 und jagt jetzt Bruno Forini. Bruno zeigt sich schon. Will er dann Angriff setzen? Oh, musste dann nochmal auf die Bremse treten. Dadurch jetzt Lennart Schnebel sehr nah dran gekommen. Das war aber jetzt wieder was wilder. Bruno Forini da fast ins Heck gerauscht hier von Lennart Schnebel. Aber Lennart Schnebel auch nicht ganz fehlerfrei, da fast ins Heck von Christian Eschner gerauscht. Fabian Schiwoczewski versucht jetzt hier an Bruno Forini vorbeizukommen, das geht aber ein bisschen in die Hose. Chance für Markus Krebs. Berührung, Dieter Zeher auf Fabian Schiwoczewski. Berührung da, aber alles gut, das Auto von Fabian Schiwoczewski noch in Ordnung. Ich habe darauf gewartet. Und jetzt haben wir unseren Raudi des Abends haben wir gefunden hier. Dieter Zeher, der räumt hier mal eben den Fabian Schiwoczewski ab. Markus Krebs aber jetzt hier direkt bei Bruno Forini im Heck angekommen. Die Pace von Markus Krebs gar nicht mal so schlecht hier. Vor allem haben die vier jetzt hier erstmal freie Fahrt, denn da hinten geht nicht viel. Lennart Schnebel auf jeden Fall mit Schwierigkeiten kommt dann nicht mal eben so an Christian Eschner vorbei. Christian Eschner auch eine sehr ruhige Fahrweise, sieht man ja hier. Lennart Schnebel nimmt da doch ein bisschen wilder die Curbs mit. Da gibt es sogar ein kleines Bump-Drafting hier. Die zwei hier mal richtig gut unterwegs. Versuchen sich hier sogar zu lösen von Bruno und von Markus Krebs. Markus Krebs da hinten den Angriff jetzt am Setzen. Und Christian Eschner. Der muss jetzt hier aufpassen in Turn 1, dass er nicht Lennart Schnebel den Angriff setzt.
Markus Krebs, Bruno Ferrini immer noch im Too Wide hier in Richtung Turn 1 unterwegs. Markus Krebs jetzt dran vorbeigegangen. Oh, Dieter Zeher, viel, viel Zeit verloren. Hat er auf Fabian, glaube ich, gewartet. Oder Fabian einfach nur so schnell unterwegs. Na, glaube ich nicht. Sieben Sekunden hat er Dieter Zeher verloren in der letzten Runde. Also da scheint auch wieder nochmal irgendwas schiefgegangen zu sein. Christian Eschner macht das hier richtig, richtig gut. Na, kleiner Crossover-Versuch von Lennart Schnebel. Aber gut gesehen hier von Christian Eschner. Und da sieht man es. Da würde ich fast behaupten, verliert Lennart Schnebel immer richtig, richtig Zeit. Da versucht das wieder. Boah, da wird es ganz knapp am Heck hier von Christian Eschner. Da zieht er mal kurz die Arschbacken zusammen. Lennart Schnebel auf jeden Fall doch schon ein Hauch aggressiver unterwegs. Der versucht das Fahrzeug hier mal richtig an die Grenzen zu gehen. Und jetzt macht er hier den Christian Estre. Geht da auf die Gasnarbe. Und Markus Krebs mit der schnellsten Rennrunde. Was ist denn mit dem aber mal los? Da gab es aber die Berührung hier mit Christian Eschner und Lennart Schnebel. Christian Eschner verbremst sich. Bruno Ferrini aber auch. Aber viel, viel weiter. Ey, die Witzker Jungs. Erst sechste Runde. Reißt euch am Riemen. Bruno nennt schon wieder auf der Strecke zurück. Jawohl, auf der Strecke zurück und versucht sich jetzt wieder ranzukämpfen. Markus Krebs jetzt hier ganz nah dran an den Dreien hier. Ah, da versucht sich Christian Eschner reinzubremsen. Super geklappt hier. Crossover-Versuch von Lennart Schnebel. Nein, missglückt aber. Da versucht das, ihr seht es da von oben. Sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Versucht das schön, die Linie zu kreuzen. Hat auch zum Schluss geklappt, aber ja, konnte dann nicht kontern. Und Christian Eschner wieder auf Position 1. Ah, da sieht man richtig schön, wie Lennart Schnebel da mit so einem leichten Powerslide durch die letzte Turn geht. Und kaum Zeit verliert, sogar fast noch Zeit gewinnt. Da seht ihr, was er da für eine Off-Pace hat. Eieieiei, richtig, richtig schnell unterwegs hier. Boah, und sehr stark auf der Bremse. Sehr, sehr stark auf der Bremse. Da merkt man richtig, dass da vorne die Bremsbeläge richtig am Rubbeln sind. Da wirkt das Heck richtig leicht. Schön am Tänzeln. Wie eine kleine Ballerina. Ja, aber da hat er jetzt ein bisschen Pace verloren. Ich könnte auch schön, dass die Grasnarbe ein bisschen im Spiel war. Und Markus Krebs setzt den Angriff. Geht sogar dran vorbei jetzt. War aber jetzt da ein Tauch zu schnell. Aber alles gut oder eher nicht. Ja, alles noch gut. Kann die Linie halten. Und Lennart Schnebel reiht sich auf Position 3 ein. Da gab es, glaube ich, einen Stupsi. Ich finde die Cam hier richtig, richtig gut. Kann man schön gucken. Aber was ist das hier für eine Cam? Nee, die ist auch noch gut hier. Markus Krebs, Angriffsversuch auf Christian Eschner. Da gibt es sogar die Berührung zwischen Christian Eschner und Markus Krebs. Und Markus Krebs jetzt auf Position 1 hier. Unfassbar. Unfassbar. Da zeigt der Krabbenchef mal hier, wer der Chef ist. Lennart Schnebel, der lacht wahrscheinlich ins Fäustchen. Der kennt dieses Spielchen hier schon. Mit dem alten Teamchef von ihm. Da gab es mal eine ganz, ganz wilde Story. Auf der Nordschleife. Ah,
Aber man sieht halt wirklich Lennart Schnebel hier richtig aggressiv unterwegs mit dem Mazda. Also schiebt das Ding hier nur quer. Boah, und da auch wieder ganz, ganz, ganz wild. Ne, geht jetzt ganz weit auf die Grasnarbe. Hält das Auto aber richtig schön auf der Linie. Super gemacht hier. Verliert fast gar keine Zeit hier. Unfassbar, wie der unterwegs ist hier. Aber jetzt hier, Windschattenduell, Markus Krebs geht wieder raus. Währenddessen, Dieter Zeher, die schnellste Rennrunde, 1:23.101. 1:10, so rum. Ja, sehr gut gemacht hier von Markus Krebs, schiebt Lennart Schnebel auf die Außenbahn. Beide hier immer noch im Two-Wide unterwegs. Na, reiht sich jetzt wieder hinter Lennart Schnebel ein. Na, Christian Eschner wird wahrscheinlich eine Beschädigung haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Der verliert nämlich massiv Zeit hier auf die zwei. Oh, Lennart Schnebel da sehr weit raus. Nicht, dass er sich noch dreht. Nein, fängt das Auto noch ab. Und Markus Krebs geht wieder auf die erste Position. Mit einem kleinen, aber feinen Vorsprung von fast einer Sekunde jetzt. Aber Lennart Schnebel verkürzt direkt mal eben. Zack, nur noch eine halbe Sekunde. Mein Gott, ist der schnell, der Junge. Guck mal, etwas weiter hinter. Fabian Giroczewski musste wieder abreißen lassen. War eine Zeit lang richtig nah dran. Oh, Dieter Zeher wird mir auf einmal in der Box angezeigt. Was ist denn da los? Oh, oh. Müssen die Jungs tanken? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Und Lennart Schnebel und Markus Krebs, lass uns wieder angehen hier, die zwei. Boah, Lennart ist hier richtig gut unterwegs. Richtig schön das Fahrzeug am Hin und Her schmeißen. Also der wirft sich richtig da rein. Boah, da wirft das wieder zu weit rein. Das kriegt er nicht gehalten. Eieieiei, was macht er denn da? Lennart, jetzt muss er sogar noch aufpassen, dass er nicht zu viel Zeit verliert. Da hinten kommt der Christian Eschner, der verbremst sich auch noch. Unfassbar, was ist denn da los? Da wird er nervös, weil er Position 2 kriegen könnte. Markus Krebs, soliden Vorsprung von 1,1 Sekunden. Oh ne, der lupft hier sogar noch das Gas. Der will hier weiter Zweikämpfe fahren. Jetzt gleich wieder schönes Quartett hier unterwegs. Da wird dann schön gefightet hier. Ja, sehr schön gemacht hier. Markus Krebs verteidigt die Innenbahn. Lennart Schnebel wollte da durchschlüpfen. Also die zwei hier wirklich gut unterwegs, obwohl die hier sich permanent fighten. Christian Eschner und Bruno Ferrini kommen da nicht dran. Boah, da wirft der Lennart das Ding fast weg hier schon wieder. Da war es auch mal kurzzeitig schlaucht, da muss das Auto hart auf den Körper aufgesessen haben. Oh, hier aber muss ich sagen, mit der Helicam sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Lennart Schnebel kriegt schon wieder Ping-Probleme hier. Ja, das sieht immer ganz knapp aus, als wenn der Lennart hier da einen kleinen Stupsi in der letzten Turn aufs Heck gibt. Oh, jetzt kommt noch Dieter Zeher mitten im Weg. Alter Witzka. Das war aber mal ganz knapp. Ich glaube, da hatte Lennart schon mal kurzzeitig gut braun und die Augen aufgerissen. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Oh nein, jetzt hat Markus seinen Disconnector, das darf doch nicht wahr sein! Nein, Markus, komm wieder zurück! Eieiei, bitter, 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 Markus Krebs! Ja, hat natürlich wieder mal seinen Disconnect, ist damit jetzt aus dem Zweikampf heraus! Sehr, sehr, sehr bitter und ich denke mal, so lange geht das Rennen hier nicht mehr. Damit jetzt momentan Lennart Schnebel auf 1. Verfolgt von Christian Eschner. Dieter Zeher, der ist überrundet schon. Und Bruno Ferrini ist auch nochmal dahinter. Ich mache euch einfach mal die Battlebox an. Da seht ihr das so ein bisschen, wer da wo was sich befindet. Ah, da muss ich aber erstmal hier die Dia-Show wieder ausmachen. Zack. Also seht ihr da, Christian Eschner kommt sogar wieder ein bisschen ran hier. Bruno Ferrini, 2,3 Sekunden dahinter. Wow, Lennart Schnebel, dass er das Ding aber auch immer wieder hält da auf der Wiese. Da hinten ist sogar Fabian Giuseppe. Die Jungs, die sind gar nicht mal so weit auseinander hier. Eieieiei. Oh, Lennart, was machst du denn da? Boah, geht da mal richtig quer hier. Der haut das Ding mal richtig, richtig butterweich hier noch. Und dadurch natürlich jetzt wieder richtig Pace verloren. Christian Eschner dran vorbei, aber er versucht es nochmal. Christian Eschner macht die Innenbahn aber dicht. Und Dieter Zeher, der guckt sich das alles an und fragt sich nur, das kann doch nicht wahr sein. Ich hänge dahinter. Da auch wieder sehr wild über den Körb drüber, Lennart Schnebel. Dass das Fahrwerk so noch in Ordnung ist, das kann ich ja fast gar nicht glauben. Da auch wieder richtig, richtig wild drüber. Da hüpft das Auto nur hin und her. Boah, beide hier durch die letzten Turn im Tourwald gegangen. Und Christian Eschner geht direkt auf die Innenbahn. Will damit die Tür zu machen, aber Lennart Schnebel will das nicht zulassen. Geht daneben, der bleibt da voll drauf stehen. Unfassbar, was der hier rausholen will, der Junge. Ja, da gibt's dann doch mal den Titschi. Aber alles gut gegangen. Ey, Witzka, das ist hier noch ein Zweikampf, ein Dreikampf, der jetzt hier entstanden ist. Bruno Ferrini ist nämlich jetzt auch wieder drangekommen. Da gab es wieder den kleinen Titscher aufs Heck. Also Lennart Schnebel hier richtig, richtig wild unterwegs. Ah, das stimmt, das stimmt. Lennart Schnebel, der gönnt hier heute nicht. Der will unbedingt Position 1 haben. Na, ist ein bisschen zu viel Formel gefahren. Da verlernt man das richtige Fahren. Mit richtigen Autos. Hier wieder ganz, ganz nah dran an Christian Eschner. Da kommt er wieder sehr weit raus, versucht sogar über die Außenbahn. Das ist jetzt ein Fehler gewesen. Nein, er hat das Ding gehalten. Unfassbar. Unfassbar, was der hier rausholt. Markus Krebs ist wieder da. Geht wieder auf die Strecke. Eieiei, Lennart, Junge. Lennart, Lennart, Lennart. Was ein geiler Fahrer. Leck mich. Das kann doch nicht wahr sein. Bleibt da Turn in der letzten Turn. Wollte außen und Christian Eschner, so wie jetzt hier, überholen. Geht voll auf der Grasnarbe und bleibt da sowas von stehen, dass das Ding noch quer schießt. Hier jetzt auch wieder Christian Eschner. Doch auf der besseren Linie unterwegs. Lennart Schnebel hier einfach viel, viel, viel zu wild. Aber ich glaube, die Jungs, die haben hier richtig Spaß und alle backen. Lennart Schnebel hier sowieso. Also was der hier abfeuert, mega. Was ein geiles Rennen, muss man wirklich sagen.
Uiuiuiui. Und jetzt gleich wieder. Es geht in Richtung letzte Turn. Mal sehen, was da passiert. Boah, sehr gut gemacht. Schickt Christian Eschner sehr weit raus. Und versucht jetzt, sich innen reinzustechen. Mega gemacht hier von Lennart Schnebel. Oh, sich da ein bisschen verbremst. Lennart Schnebel musste dann nochmal auf die Bremse titschen und Christian Eschner wieder dran vorbeigegangen. Da hinten fightet. Wer ist denn das? Ist das Markus Krebs? Nein, das ist nicht Markus Krebs, sondern das ist Dieter Zeher und Bruno Ferreni, die zwei. Da gab es auch kurz eine Berührung, könnte ich meinen gehört zu haben. Der da über den Körper hämmert. Und jetzt geht's auch schon wieder in Richtung letzte Turn. Aber Lennart Schnebel diesmal direkt daneben. Sehr gut gesehen von Christian Eschner. Reiht sich jetzt direkt dahinter ein und geht in den Windschatten hier. Macht auch mal so einen kleinen Stupsi am Heck, so wie Lennart das macht. Da hinten Dieter Zeher, der versucht da krampfhaft auch an Bruno Ferreni vorbeizukommen. Da gab's wieder die Berührung. Boah, mega, die zwei. Die haben, glaube ich, hier Spaß bis in alle Backen. Aber auch dahinter. Bruno hat dann jetzt hier Dieter Zeher ziehen lassen. Hat jetzt hier direkt den Krabbenchef hinter sich. Markus Krebs, aber der ist ja überrundet. Will sich aber jetzt hier, glaube ich, zurückrunden gleich. So, 6 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ob es bei den 6 Minuten bleibt, das entscheidet sich natürlich hier gleich noch. Ja, Markus Krebs setzt sich nach außen. Jo, und geht jetzt hier am Bruno Ferreni vorbei. Boah, Bruno Ferreni aber mit dem Crossover hier. Super gemacht hier. Super, super, super Leistung von Bruno Ferreni. Lässt da Markus Krebs nach außen durchschießen. Geht innen rein. Und hat da die bessere Pace. Sehr schön gemacht hier. Lennart Schnebel wieder mit Schwierigkeiten. Christian Eschner da vorne jetzt schon über 1/2 Sekunde entfernt. Aber Lennart Schnebel verkürzt jetzt hier ganz, ganz schnell den Abstand wieder. Fabian da hinten sehr weit raus. Der hat das Auto noch nicht mehr gefangen. Das ist Kernschrott, das Auto. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Was machst du denn, Fabian? Hat das Auto nicht mehr abfangen können. Geht da auf die Wiese. Ist auch voll stehen geblieben. Ich glaube, der hat da nicht die Bremse angetippt. Und schlägt hier volle Suppe ein. Kann sogar zurück in die Box fahren. Aber ich habe keinen Fast Repair an. Christian Eschner geht hier direkt wieder an Lennart Schnebel vorbei. Also die zwei, die fighten hier immer noch. 4 Minuten haben wir noch auf der Uhr.
Da gibt's aber jetzt die Berührung. Was ist denn da passiert? Heidewitzka, das will ich mir aber nochmal angucken. So, zack, da gehen wir mit der Helicam. Ah, nein, so. Da gehen wir mit der Helicam drüber. Ah, da kommt Christian Eschner, glaube ich, ein bisschen weit raus. Lennart Schäbel bleibt auf seiner Linie. Und dann gibt's da die Berührung. Aber mega, mega Leistung, wie die zwei die Autos hier noch gefangen haben. Christian Eschner hat einen schönen Drift hier auf der Wiese. Lennart Schäbel da doch ein bisschen zu viel auf die Bremse gegangen dann. Ich glaube, der hat da auch ein bisschen dann noch Schiss gehabt. Aber alles gut gegangen. Super, was die hier abfeiern. Mega Leistung, mega, mega, mega. Fabian Jelczewski schon wieder unterwegs. Jo, ich habe anscheinend doch Fast Repair drin. Jawollo, wenigstens etwas richtig gemacht. Lennart Schnäbel wieder auf Position 1. Der Dieter, der guckt sich das alles an. Ist aber nicht auf der dritten Position, sondern leider auf der fünften momentan. Das macht so Spaß, den beiden dazu zu sehen. Ey, das ist ein richtig, richtig schönes Fahren, was die zwei hier machen. So stelle ich mir das vor. So einfach, so, so, so geil, den Aftermath Cup. Den würde ich so gern wieder so erleben. Mit vollen Servern, tollen Zweikämpfen. Super Leistung, echt, was die zwei hier abfeiern. Und da brauche ich nicht mal viele Autos. Da reichen, wenn wir so gucken, klar, es ist hintenrum, ich zeige ich ein bisschen wenig. Aber da reicht einfach nur so ein kleines, feines Feld. Das macht schon richtig, richtig Spaß dann. Fahren wir hier mal eine Runde mit dem Dieter mit. Gucken uns das alles hier mal, was die zwei da machen, aus Dieters Sicht an. Lennart schnibbelt sehr weit, aber Dieter auch. Der konnte nicht eingreifen. Geht sogar vom Gas. Der wusste nicht, was Lennart da macht. Dieter fragt sich nur, mein Gott, was machen die Jungs da? Ja, unfassbar. Oh, Fabian hat auch ein sehr schönes Auto. Alles in Blau. Fahrerblau. Und Auto von innen sogar auslackiert. Wo ist Lennart hin? Lennart mit Schwierigkeiten. Sogar noch Position verloren an Bruno Ferreni. Zeit ist abgelaufen, aber natürlich, so wie der Abend bis jetzt ist, haben wir natürlich keine White Flag. Nein, wir müssen jetzt noch 8 Runden fahren und dann ist das Rennen vorbei. Aber momentan Zweikämpfe sehe ich jetzt nicht so wild. Oh, Lennart Schnibbel da hinten. Eieieiei.
Lennart Schnäbel versucht natürlich jetzt hier wieder an Bruno Ferreni ranzukommen. Nein, das Rennen ist doch zu Ende. Das Rennen ist beendet nach 22 Runden. Und damit haben wir jetzt einen Sieger. Und das ist Christian Eschner. Bruno Ferreni auf 2, Lennart Schnäbel auf 3. Dann haben wir Fabian Giuseppe auf der 4. Position. Der fährt aber noch. Dieter Zehr 5, Markus Krebs 6. Position. Fabian Giuseppe hier, der hat noch ein paar Meter zu machen. Kommt jetzt hier, jetzt in Richtung letzte Turn. Und damit ist er jetzt auch abgewunken, ist durchs Ziel und auf der 4. Position gelandet. Glückwunsch da natürlich auch von mir. So, hier sehen wir nochmal schön die 3 Krosse Krabbe Piloten. Markus Krebs hat nochmal eine individuelle Streckenführung gefunden. Wo ist Lennart Schnäbel? Der ist, glaube ich, so gut. Der ist schon gar nicht mehr auf dem Server. Und Fabian Giuseppe, der fährt jetzt hier in seiner Inlap. So, Fabian kommt jetzt auch nochmal rein. Und dann ist das hier auch quasi dann beendet. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was jetzt hier passiert auf dem Server. Ob der jetzt einfach ausgeht oder nicht. Ich denke mal, das war auch das, warum er da die Warnhinweise mir gegeben hat. Aber naja, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es euch leider, leider, leider nicht sagen, was da los war. So, aber ich kann euch ein Resultat geben, natürlich nicht aus dem ersten Rennen, weil das erste Rennen hat ja gar nicht erst stattgefunden, sondern aus dem zweiten Rennen. Hier seht ihr das nochmal. Christian Eschner auf 1, Bruno Ferreni 2, Lennart Schnäbel auf der 3. Position, Fabian Giuseppe 4, Dieter Zehr 5, Markus Krebs 6. Position. So, und damit sind wir auch, ja, leider, leider, leider schon wieder an unserem Ende angekommen. Ich werde aber, wie gesagt, nochmal da jetzt mit der mit der Chefriege reden, ob wir da nicht nächste Woche nochmal in iRacing After Cup reinschieben. War halt jetzt auch eine dumme Woche, muss ich sagen. Wie gesagt, also es ist das 24er auf Nordschleife, dass die alle anfangen, Nordschleife zu trainieren. Ja, ab und zu mal bin ich dann doch ein bisschen Brain AFK. Aber natürlich hat mir jetzt trotzdem hier, auch wenn der Server-Einstellung nicht so ganz geklappt hat, war so ein bisschen nicht so, war ein bisschen semi-optimal, glaube ich, haben wir hier mal richtig, richtig Spaß gekriegt. Und ich glaube, wenn wir das nächste Woche nochmal wiederholen, kriegen wir da bestimmt nochmal ein paar Fahrer mehr und dann wird das hier richtig, richtig schön knackig. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, bedanke mich fürs Einschalten, für das Kurze. Und wünsche euch noch einen schönen, schönen Abend und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend wieder. Genau, morgen Abend, aber bei Team Racewerk. Oder halt, ich bin aus Fahrersicht dann, wenn dann dabei. Aber Team Racewerk kommentiert das alles. Da müsst ihr mal nachgucken. Post im Forum findet ihr auf jeden Fall. Da gibt es auch den Link zu denen ihrer Seite. Die kommentieren das Rennen morgen in iRacing. Die GTX Masters, glaube ich. Ja, mein ja. Ich momentan den Namen merken, einfach ultra schlecht. Auf jeden Fall GT3 Liga in iRacing. Wie gesagt, die kommentieren das Team Racewerk und dann gibt es am Wochenende, glaube ich, erstmal nichts.
Muss ich kurz überlegen, 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 überlegen. Nee. Nee, gib mir nicht. Das war's. Dann bin ich wahrscheinlich erst wieder nächste Woche wieder da. Dienstag. Schaltet ein. Guckt im Forum. Da gebe ich euch alle Infos. Und dann, ja, viel, viel Spaß. Schönen Abend noch, meine Freunde. Vielen Dank fürs dabei sein. Und tschüss. We'll be right back.